Ich habe mal nachgesehen, am 23. September 1999 habe ich in den Niederlanden einen Vortrag gegeben, Befreiung zur Gesundheit. Dort habe ich eine geschichtliche Parallele gezogen zum 16. Jahrhundert, als die Menschen auch aufwachten und erkannten, dass sie für dumm gehalten wurden, als Analphabeten im Mittelalter. Und plötzlich kam einer daher und hat die Bibel in die Umgangssprache übersetzt und die Bauern lernten lesen abends beim Kerzenlicht und plötzlich konnten sie lesen und schreiben und erkannten, dass es gar nicht von Gott gewollt war, dass sie blöd waren. Nicht? Und ähnlich geht es uns doch. Ähnlich geht es Ihnen doch heute Abend auch. Sie sind doch im Konflikt zu sagen, was, wenn das stimmt, was Herr Doktor hat, ist ja unglaublich. Gehen Sie davon aus, je mehr Sie lernen, lesen, nachdenken, Sie werden sehen, jedes Wort stimmt. Aber das müssen Sie selber machen. Ich habe in diesem Vortrag gesagt, noch ein ernstes Wort an alle Politiker, die sich immer noch schwer tun, die Zeichen der Zeit richtig zu erkennen. Nur 7 Jahre nach dem Thesenanschlag kam es 1525 zu einer der schwersten Unruhen in der Geschichte, dem Bauernkrieg. Der Grund dafür war, dass Millionen einfacher Menschen plötzlich aufwachten und erkannten, in welchem Maße sie und ihre Familien von der Obrigkeit für dumm verkauft, als Analphabeten gehalten und um Leib und Leben, Hab und Gut gebracht worden waren. Und jetzt kommt's. Ich frage Sie, die Regierungschefs der Welt, so habe ich damals geredet und geschrieben später, ebenso wie die Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker. Was glauben Sie, was passiert, wenn Millionen Menschen in den nächsten Monaten und Jahren aufwachen und erkennen, in welchem Maße sie bis ins 21. Jahrhundert für dumm verkauft und um ihre Gesundheit und ihr Einkommen gebracht wurden? 1999. Für diejenigen, die den Vortrag nachlesen wollen, hier auf unserer Internetseite ist er komplett dokumentiert, dr-rath.com. Im August 2001, wir haben es gerade gesehen, noch nicht mal 2 Jahre nach diesem Vortrag, war der Ernstfall eingetreten mit Lipobay. Genau das war es doch. Die Menschen wachten auf und fragten nicht nur die Ärzte, die Pharmaunternehmen, sondern auch die Politiker. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Eine Vertrauenskrise der Bevölkerung gegenüber den großen politischen Parteien stand unmittelbar bevor. Die beginnende Staatskrise musste mit allen Mitteln gestoppt werden, wenn nötig durch Notstandsgesetze. Ist doch ganz klar. Oder haben Sie daran Zweifel? Das war eine Krisensituation für den ganzen Apparat. Wo steckte denn die Pharmaindustrie ihr Geld hin? In welche Taschen? Doch in die Taschen aller politischen Parteien. Und dann kam der 11. September. An diesem Tag hörte der Albtraum der Pharmaindustrie und der Politiker schlagartig auf. Nirvana, Schlaraffenland plötzlich. Niemand fragte mehr nach Pharma-Nebenwirkungen, haben wir schon gesagt. Niemand fragte mehr nach politischen Steigbügelhaltern. Mit den Antiterrorkampagnen, mit der Antiterror war die Voraussetzung für Notstandsgesetze geschaffen. Diese werden in Deutschland und anderen Pharmahochburgen am rigorosesten umgesetzt. Sobald Naturheilverfahren, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, warum ich das auch so aufliste hier, sobald Naturheilverfahren erst einmal als strafbar eingestuft sind, was die Pläne von Codex sind nächste Woche, lassen sich diese Gesetze nahtlos auch über Grenzen hinweg, zum Beispiel nach Holland, zur Bekämpfung des Naturheil, wie die meinen, Terrors. Das, wir sind ja, wir sind ja Terroristen in den Augen. Wir gefährden ja, warum ist denn der Verfassungsschutz hier? Der ist doch hier, weil die Pharmaindustrie sagt, wir haben diese Verfassung geschaffen und ihr bedroht die, weil ihr bedroht unsere Existenz. Sie sagen, wo ist der Verfassungsschutz? Gehen Sie mal davon aus, dass Dr. Rath das eine oder andere Gerichtsverfahren hat. Und in diesem Gerichtsverfahren, da geht es immer um eine Sache. Sie vertreiben Medikamente, die nicht zugelassen sind. Ich sage, ich vertreibe Naturheilpräparate, Nahrungsergänzungsstoffe. Und in einem dieser Verfahren passiert dann eben auch, da hat eine Behörde Amtshilfe von der anderen angefordert, in diesem Fall von der baden-württembergischen Landesregierung. Da ging es um einen Vortrag wie heute Abend hier auch in Stuttgart. Und da stand dann, mein Anwalt hat mir das gezeigt, da stand dann drin, die baden-württembergische Landesregierung hat den Vortragsabend von Dr. Rath
engmaschig kontrollieren lassen. Wir hatten Leute aus der Wirtschaftsbehörde da, vom Verfassungsschutz und von der Staatspolizei. Also baden-württembergische Staatspolizei. Wir konnten aber nichts feststellen. Ich sage immer, dem letzten Zweifler muss ein Licht aufgehen, wenn er das hier hört und fragt, wie kann ein solcher Mensch überhaupt noch frei rumlaufen? Den müssten Sie doch längst eingekastelt haben, so frevelt, so wie der mit der Pharmaindustrie frevelt. Warum läuft er denn noch frei rum? Warum webt er denn nicht irgendwo Körbe oder bastelt Wäscheklammern? Was glauben Sie denn? Weil ich die Wahrheit sage. So, und wir leben ja in Berlin. Auch hier gab es schon mal eine ähnliche Situation, dass Menschen rigoros ein Ereignis ausnützten, hinter dem man sich verstecken konnte. Nicht? Am 28. Februar 1933 brannte der Reichstag. Kurz darauf wurden alle Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Die Ermächtigungsgesetze lagen in der Schublade. Am nächsten Tag wurden die präsentiert. SPD und Gewerkschaften wurden verboten. Warum wir gewinnen. Die Waffen des Pharmakartells sind die Lüge und die Täuschung. Codex Alimentarius heißt nichts anderes als Ernährungsrichtlinie. Wer würde da denn was Böses hinter vermuten? Untergebracht bei der UNO, die Lebensinteressen der gesamten Menschheit zu vertreten hat. Deswegen hier unser junger Freund, hier das Bild, der Maulwurf missbraucht und in ihr Gegenteil verkehrt durch die Maulwürfe des Pharmakartells. Ich kann es nicht mehr hören. Codex Alimentarius muss sein, weil wir Verbraucherschutz praktizieren. Warum findet denn Codex Alimentarius hinter diesem Stacheldrahtzaun im Bundesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz statt? Doch, weil man der Bevölkerung sagen will, Mensch, wir machen das, um euch vor schädlichen Nebenwirkungen von Vitaminen zu schützen. Aber frage ich Sie mal, wieso braucht man denn einen Stacheldrahtzaun, wenn man unsere Interessen vertreten will? Vielleicht geht es um ganz andere Interessen. Regelmäßig vor den Codex-Treffen, da können Sie die Uhr danach stellen, kommen solche Schoten hier. Springers Bild am Sonntag, 30. August 98, einen Monat vor der 98er Codex-Konferenz. Krebs sind Vitaminpillen schuld. Überdosierung kann Nerven schädigen, Zellen vergiften und Knochenmürbe machen. 30. August 98, nach 3 Jahren kein einziger Beweis für diese Lüge. Ja, wer macht denn sowas? Na, hier sehen Sie es. Kein Beweis. Wie viele Menschen lesen diese Zeitung? 11 Millionen, 12 Millionen? Unverantwortlich. Unverantwortlich. Erinnern Sie sich, was Frau Dr. Nitzwicki hier erzählt hat heute? Das Gegenteil wird hier behauptet. Und warum wird es gemacht? Um die noch unschlüssigen Mitglieder von Codex Alimentarius einzunorden und zu sagen, ihr müsst für uns stimmen. Deswegen wird es gemacht, um die Bevölkerung zu irritieren, um das Pharmageschäft mit der Krankheit aufrechtzuerhalten. Im Mai 2000, ein Monat vor der Juni 2000 Woche von Codex Alimentarius, dasselbe Spiel. Zu viel Vitamin C ist gefährlich fürs Herz. Jetzt macht Vitamin C plötzlich Herzinfarkte. Stellen Sie sich diesen Unfug mal vor, nach all dem, was Sie heute hier gehört haben. Gibt es eine Studie nach einem Jahr? Die Studie, auf die hier verwiesen wird, ist bis heute nicht publiziert. Bis heute nicht. So wird gearbeitet. Und das dürfen Sie nicht vergessen. Manchmal ist die Schwäche des Gegners, die Verlogenheit, die Skrupellosigkeit, die moralische Schwäche, die größte Stärke für uns. Und hier ist es so.